Hallo zusammen zu einem weiteren Audio-Podcast. Ich habe diesen jetzt einfach mal spaßeshalber Knapcast genannt. Ich weiß, der Name ist bescheuert, aber man kann mit meinem sowieso schon von Grund auf sinnlosen Namen viele lustige Sachen machen. Das aber jetzt nur nebenbei am Rande und als wunderschöne Einleitung, denn ich will einfach so ein paar Sachen ansprechen, die sonst einfach so ein bisschen untergehen würden, und ich habe einfach mal wieder Mitteilungsbedarf und auf Twitter erreiche ich dann auch nicht immer alle Leute, und deswegen mache ich einfach mal jetzt dieses Video. Und ich werde jetzt wirklich, und was natürlich auch sehr verständlich ist, gefragt, warum jetzt gerade keine Videos mehr kommen. Schaut euch einfach meine letzten Audio-Podcasts an, da ist dann immer so die gleiche Erklärung. Und sie hat mit Schule und Zeit zu tun. Nur so ein kleiner Tipp am Rande. Da will ich jetzt auch gar nicht weiter drauf eingehen. Was aber im Moment noch so das Problem ist, dass ich zwar Lust habe, ein Video zu machen. Ich hatte auch wirklich vor, heute Morgen, es ist jetzt Sonntagmorgen, 10:06 Uhr, ein Video aufzunehmen, mein App-Review aufzunehmen. Nur ich habe dann mein iPhone mal durchgeschaut und so gesehen, dass ich eigentlich gar nicht genug Apps für ein Video habe. Und ja, da muss ich mich dann halt jetzt nochmal ransetzen, ob das heute sein wird. Heute werde ich kein App-Review aufnehmen können, denn heute Nachmittag ist dann auch wieder eine Familienfeier, wo wir dann hinfahren, und morgen früh muss ich dann im Gottesdienst spielen. Jetzt fangen die ganzen Weihnachtsgottesdienste an mit dem Orchester und so. Das heißt, dass wir dieses Wochenende leider auch nichts. Dazu darf ich dann noch schön den Woyzeck analysieren, die Jahrmarktszene. Ja, das wird dann ein wenig Zeit in Anspruch nehmen. Nichtsdestotrotz werde ich heute ein Produktvideo aufnehmen. Ich weiß nicht, ob ich das heute dann auch schon online stellen werde. Ist auf jeden Fall eine sehr nette Case, wieder fürs iPhone 4 und 4S, passt da wieder auf beide drauf. Das letzte Review ist ja auch relativ gut angekommen. Ich finde die Case auch immer noch super, und die geht in die gleiche Richtung. So kann man es schon mal sagen. Und ja, das nur kurz dazu, so zur momentanen Situation. Das dürfte ich, glaube ich, auch im Videotitel reingepackt haben, wenn ich mich richtig erinnere. Dann noch, was ich auch sehr häufig gefragt werde, und zwar, wann kommt denn endlich dein iPhone 4S Review? Ja, es ist in der Planung. Ich habe mir auch schon so einen kleinen Ablauf erstellt, wie ich denn das Video so ablaufen lassen möchte. Und da hätte ich auch gerne einfach mal ein bisschen Feedback von euch. Was wollt ihr denn gerne vom iPhone 4S sehen? Also ich habe den Ablauf jetzt auch gar nicht im Kopf. Ich versuche das jetzt einfach mal so freihand wiederzugeben. Auf jeden Fall geht's dann halt los so mit Übersicht. Was hat sich beim Design verändert? Und ja, wie sieht das Innere aus und so, was man halt am Anfang so macht, so einen allgemeinen Überblick. Und dann werde ich natürlich auf Siri eingehen, ich werde auf iMessage, ich werde auf die Mitteilungszentrale. Ich hatte zuerst in meinen Ablauf geschrieben Notification Center, bis ich dann mal auf der Apple-Seite geguckt habe, dass es doch Mitteilungszentrale heißt. Gut, dann nehmen wir halt das deutsche Wort. Sowas wird dann halt kommen mit iOS 5, dem Betriebssystem. Ich überlege im Moment auch noch, ob ich da einfach nochmal auf die Apps, die schon vorher installiert waren, ob ich da noch drauf eingehen soll. Sowas wie kurz mal die Musik-App anschneiden, die Video-App und was es da nicht alles gibt, ob ich das noch machen soll. Ich werde auf jeden Fall, damit es für die Leute, wie oder die schon ein iPhone haben, dann nicht zu langweilig wird, werde ich auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, auf jeden Fall werde ich dann so Zeiten neben die Beschreibung oder in die Beschreibung packen, dass ihr dann einfach zu den entsprechenden Stellen springen könnt. Falls ihr dann gerade mal keine Lust habt, die Musik-App, die ihr sowieso schon seit Jahren selber benutzt, nochmal anzugucken. Aber für Leute, die sich ein iPhone gerade neu kaufen, ist das relativ interessant. Relativ. Ja, und dann noch zum iPhone Review. Ich wüsste gerne, was ich denn die Siri mal so fragen soll. Also ich habe natürlich ein paar Fragen vorbereitet, die ich dann auch so runterplappern werde, so wie ich das immer professionell mache. Aber ihr könnt auch gerne mal einfach so ein paar Fragen jetzt hier runter posten, was ihr denn da gerne hättet. Dann mal gucken, wenn da ein paar Fragen dabei sind, die Siri auch beantworten kann, dann werde ich die auf jeden Fall mit reinnehmen. Wäre ganz cool, wenn ihr da, oder vielleicht, wenn es euch selber interessiert, dass ihr da einfach mal die Fragen jetzt hier in die Kommentare schreibt. Ja, so viel zum iPhone 4S Review. Dann
werde ich auch häufig gefragt. Ich habe die Fragen jetzt nicht extra rausgesucht, sondern mache das jetzt einfach so aus dem Kopf. Und zwar, kannst du mal dieses und jenes testen und die App ist toll und das ist meine Lieblings-App und willst du die nicht mal vorstellen? Und da sind doch zwei größere Apps, die doch öfter angefragt werden. Und zwar ist das einmal FIFA 12. Ich weiß nicht, und Minecraft Pocket Edition. Das sind so die beiden Spiele. Ich habe auch beide Spiele schon. Das Komische bei FIFA 12 ist, ich habe es mir gekauft und dachte, yeah, super, FIFA 12 ist doch viel besser als das letzte Mal. Und habe es dann nie gespielt. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht daran, dass ich FIFA 12 im Moment oder sowieso lieber am PC spiele. Vielleicht liegt es einfach daran, dass ich das dann nicht so oft auf meinem mobilen Endgerät nutze. Ich habe aber natürlich reingespielt und es ist kein schlechtes Spiel. Es ist im Moment auch reduziert. Das heißt, wenn ihr einer derjenigen seid, die mich gefragt haben, soll ich mir denn jetzt FIFA 12 kaufen, dann macht es jetzt, denn es ist gerade, lass mich nicht lügen, auf 2,39 € reduziert. Ihr könnt mich gerne in den Kommentaren da berichtigen. Aber das heißt, es ist im Moment auch relativ günstig und deswegen da könnt ihr auf jeden Fall zuschlagen. Die Minecraft Pocket Edition, die wird es im nächsten App-Review auch geben, wenn das alles so abläuft, wie ich es bislang geplant habe. Ja, ich tue mich ein bisschen schwer mit der Minecraft Edition. Also Pocket Edition ist immer so lang der Name. Ich spiele Minecraft auch auf dem PC, auch sehr, sehr gerne, auch teilweise zu viel. Und was ich da cool finde, ist halt, dass man die ganzen Materialien selber abbauen muss und dann sein Haus selber aufbauen muss und nur eine begrenzte Anzahl an Materialien hat und so, und dass man sich Spitzhacken machen muss und so. Das sind halt diese Rollenspielaspekte, die da sehr, sehr stark mit reingehen. Die Monster finde ich gar nicht so interessant, aber halt dieses selber abbauen und selber wieder aufbauen. In der Minecraft Pocket Edition hat man nur dieses selber aufbauen. Das heißt, man hat 34 Blockarten, auswendig weiß ich das jetzt auch nicht. Auf jeden Fall habt ihr diese 34 Blockarten unendlich oft zur Verfügung und ihr könnt so viel bauen, wie ihr wollt, und das finde ich halt unmotivierend. Ich möchte das selber abbauen können, ich möchte das Gefühl haben, ja, das ist mein Haus, weil ich dafür auch Zeit investiert habe und so. Dann macht mir Minecraft Spaß. Die Minecraft Pocket Edition finde ich leider zu begrenzt. Ich weiß, es ist eine Alpha-Version und es werden da auch noch weitere Updates folgen, dann bin ich mir auf jeden Fall sicher, das macht ja Mojang ja auch so aus. Trotzdem bezahlt man für die Minecraft Pocket Edition einen Vollpreis. Also für 5,50 € kann man schon von Vollpreis auf dem iPhone reden und dafür ist es mir einfach zu wenig. Wenn sie es jetzt gesagt hätten, gut, wir machen es jetzt für 2,39 €, ist die haben sie ja bei der PC-Version auch gemacht. Das ist die Grundversion. Wenn ihr jetzt in dieser frühen Alpha-Version das kauft, dann bekommt ihr es günstiger. Das fand ich ein super System. Aber jetzt, wo das Spiel auch in diesem Anfangsstadium noch ist und trotzdem zum Vollpreis verkauft wird, da fehlt mir dann doch so ein bisschen die Relevanz. Also die Minecraft Pocket Edition gefällt mir nicht so ganz, aber da werde ich im Review dann auch noch was zu sagen. Ja, nur so von meiner Seite aus. Dann noch eine kleine letzte Sache. Ich sehe hier gerade, wir überschreiten gerade 8 Minuten und 33 Sekunden. Let's Plays. Ich habe ja, ich weiß nicht, ob ihr das Video gesehen habt, sonst verlinke ich dieses Infovideo auch nochmal in der Beschreibung. Ich habe einen zweiten Kanal aufgemacht für iPhone Let's Plays. Der nennt sich app.de und im Moment spiele ich da Gangstar von Gameloft. Das Problem war, ich hatte eigentlich vor, jeden Tag eine Folge zu veröffentlichen. Das ist eine Woche gut gegangen und dann, meine Lehrer, ich könnte doch noch 5 Analysen mehr schreiben und dann war es das auch leider schon wieder damit. Deswegen, ich versuche auf jeden Fall, wenn ich es heute Morgen noch schaffe, da auf jeden Fall auch noch ein neues Video aufzunehmen. Wann es dann oben ist, das weiß ich dann leider auch nicht, weil die Videos ja dann auch immer relativ groß sind. Auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn ihr da einfach mal vorbeischauen würdet und euch die einfach mal anschaut, einen netten Kommentar hinterlasst. Der muss ja nicht unbedingt böse sein. Wenn es euch nicht gefällt, könnt ihr auch einfach wieder abschalten, wie das halt so auf YouTube nicht üblich ist, aber trotzdem wünschenswert wäre. Jetzt habe ich mich wieder verzettelt. Auf jeden Fall würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr da einfach mal einen Klick riskiert. Der Kanal heißt app.de, ist in der Beschreibung und
Ja, das soll nur so ein kleines Status-Update sein. Jetzt sind wir auch gleich bei 10 Minuten. Ich habe so viel jetzt nicht mehr hier auf meinem Katalog stehen. Ein paar Sachen oder zwei kleine Sachen noch am Ende, wo ich auch auf euer Feedback gespannt bin. Und zwar habe ich das schon öfter gefragt, aber so ein Audio-Podcast, ist das eine Alternative, um einfach mal so ein paar Sachen loszuwerden? Sonst könnt ihr mir auch sehr gerne auf Twitter folgen. Dafür, seit ich mein iPhone habe, bin ich da auch ein bisschen aktiver geworden. Das heißt, da bekommt ihr auch so ein paar Updates oder falls ihr nicht Twitter habt, würdet ihr sowas hier bevorzugen, dass ich einfach mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudere, so habe ich ja auch schon mal einen genannt, und einfach mal so ein paar Updates gebe. Das ist das eine, wo ich mir euer Feedback wünschen würde, und ansonsten bin ich natürlich immer für Fragen offen, die ich hier in so einem Podcast dann auch mal beantworten kann. Ich habe die auch schon mal gesammelt, also ich habe mir wirklich Kommentare durchgelesen und alles gesammelt, und das war so ungefähr vor, lass mich nicht lügen, 2 Monaten oder so, und dann bin ich leider nie zu diesem Audio-Podcast gekommen. Das heißt, die Fragen schwirren noch irgendwo auf meinem PC herum. Aber ich verspreche euch, wenn ihr diesmal welche unter dieses Video, ja, ist ja eher ein Audio-Podcast, unter diesem Podcast schreibt, werde ich sie dann auch versuchen, im nächsten Video zu beantworten, solange sie irgendwie Sinn ergeben und ins Thema passen. Ja, das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Ich merke auch schon wieder, dass meine Stimme ein wenig am Kratzen ist. Deswegen werde ich jetzt erstmal was trinken, verabschiede mich für jetzt. Und bedanke mich fürs Zuhören. Und ja, ich habe nichts mehr zu sagen. Und ich bin raus hier. Ciao.